So, ihr habt es vielleicht gesehen, in diesem Spiel habe ich ziemlich viele Spares geschenkt gekriegt, weil der eine irgendwie immer abräumt oder zwei. Das Spiel war auch deutlich schlechter als die ersten beiden, die ich nicht gefilmt habe. Ich dachte, ich mache mich erstmal warm, werf dann natürlich 2,46 und 2,35 hintereinander. Also sprich, der hat sehr gut auf frischem Öl funktioniert. Jetzt wird es langsam trocken. Deswegen ist es ein bisschen schwieriger. Ich mache jetzt noch zwei Spiele mit diesem hier, Phase 3. Und die letzten drei Spiele mache ich mit dem Idle Pearl. Einfach nur, um zu gucken, was passiert. Die Ergebnisse sinken weiter, nur noch 168. Der letzte Anwurf, den ihr gesehen habt, so werde ich jetzt auch das letzte Spiel mit dem Phase 3 spielen. Weiter von links und mit weniger Ballgeschwindigkeit. Mal gucken, ob ich mich noch mal steigern kann. Und nach dem insgesamt fünften Spiel wechsle ich dann auf den Idle Pearl, der ein Pfund schwerer ist. Und ich bin jetzt schon voll aus der Puste. Also das wird witzig. Auf 197 gesteigert, aber langsam spielen, das ist irgendwie was mir nicht so richtig liegt. Das hat man während der ersten Hälfte des Spiels explizit gesehen. Am Ende habe ich ein paar schöne Strikes gekriegt, aber langsam spielen ist irgendwie nichts für mich. So, also, das waren drei Spiele mit dem Phase 3. 187, 168, 197. Die zwei davor zähle ich nicht, die habe ich nämlich nicht gefilmt. Jetzt werfe ich mit meinem Idle Pearl die letzten drei Spiele und dann bin ich mal gespannt, ob ich mit dem höhere Ergebnisse schaffe oder ähnlich. Jetzt wieder aus der normalen Ansicht, weil ich weiter rechts stehen muss.
ich bin schon verdutzt. Also der Ball läuft so, wie ich es eingeschätzt hätte, etwas schwächer als der hier Phase 3. Aber ihr habt gerade gesehen, auch beim letzten Anwurf, zu weit nach rechts ins Trockene sollte man den auch nicht spielen, weil er sonst nämlich richtig übel huckt. Aber jetzt wisst ihr, warum ich sowohl den Idle Pearl als auch den Phase 3 sehr mag. Denn wenn es für den Phase 3 zu trocken wird, ist der Idle Pearl genau richtig. 215 ist der Beweis. Hätte auch noch deutlich mehr sein können, wenn ich leichte Spares geräumt hätte. Gut, zwei Spiele noch. Meine Damen und Herren, höchstes Spiel des Tages mit 2,46 gemacht mit dem guten alten Idle Pearl. Läuft jetzt gut auf dem runtergespielt, muss man sagen. Also der Phase 3 ist super geil, wenn es frisch ist. Aber wenn das Öl anfängt trocken zu werden außen und ein bisschen nach hinten spielt, dann ist der Phase 3 so schön. Dann ist der Idle Pearl genau richtig. Mein Schnitt dürfte relativ hoch sein. Spiel Nummer 8 und für euch Spiel Nummer 6, das letzte, gibt es jetzt nochmal aus der und die Perspektive. Ich glaube, ich kann weit genug links stehen, wenn ich ein bisschen Ballgeschwindigkeit rausnehme, um euch nochmal schöne Aufnahmen zu zeigen. Bis gleich. So, die Kraft ist endgültig weg. 186 habe ich jetzt noch geschafft, jetzt reicht es auch. 1680 Pins. Das heißt, ich habe genau einen Schnitt von 210, wenn ich jetzt nicht total blöd bin. Was ziemlich gut ist. Ja, ich danke euch allen fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hatte Spaß. Ja, wir sehen uns beim nächsten Livestream. Montag, wenn ihr wollt. Tschüss!